wir sind wieder unterwegs. Heute am 2.4. noch ein April-Scherz. Geht's wieder weiter. Der letzte Tag von unserem Climb and Fun Event. Und heute geht's zur Riegersburg. Da gibt es auch ein Klettergebiet sozusagen da unten. Und Klettersteig und die Burg und so weiter und so fort. Und da sind wir jetzt unterwegs. Jawohl, ein bisschen haben wir noch, schaut so. Schaut nicht so weit aus, 65 Kilometer, aber das zahlt sich natürlich ein bisschen. Und wir sollen ein bisschen stehen bleiben kurz, weil da kein Schlechtmann ist. Aber dann geht's wieder weiter. Passt! Wir da gerade? Klettern. Nein, das ist falsch. Klettersteig. Am Klettersteig gehen wir auf der Riegersburg. Klettersteig klettern. Genau. So, und da gehen wir dann weiter. Ein Postkastel ist da. So, Alice. Bist du bereit zum Weitergehen? Ich gehe da wieder vor, gell? Und dann komme ich nach. Ruck, und dann kommst du nach. Komm so, und dann musst du wieder umhängen, gell? Mhm. Wenn du gut stehst. Ich stehe schon gut. So, jetzt bleibt ihr aber stehen. Und seht nicht heiß hier von mir wieder ein. Kommst du hier jetzt? Sehr gut. Langsam herunter, weil schaut, da ist die Decke.
bist du. Sind wir wieder zu Hause angekommen. Wir stehen wieder unter dem Kabart, unter unseren neuen, die 6 Tagesgeschichten von unserem Climbband Fun Event sind jetzt vorbei. Es war eine ganz lässige Geschichte, muss ich sagen. Jeden Tag schönstes Wetter bis am letzten Tag, da war es ein bisschen bewölkt, aber im Grunde genommen auch schön und warm. Wir haben wirklich jetzt Glück gehabt, weil am Samstag, dann nächsten Tag, haben sie dann Schnee angesagt und ist dann der Schnee gekommen. Also wirklich super Geschichte. Natürlich war es uns lieber gewesen, wenn wir irgendwo im Ausland gewesen waren, aber ist ja nicht gegangen, weil ja alles gesperrt ist und wir ohne Quarantäne nicht zurückkommen können nach Österreich. Deswegen sind wir in Österreich geblieben und haben da halt auch ein paar Klettergebiete angesucht. Ja. Und ja, kann man sagen, man kann dort überall hinfahren. War jedes einzelne war eine lässige Geschichte. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, falls ihr einen habt. Und schaut wieder mal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.